Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Erstmal ein schönes Wochenende, schöne Ostern natürlich und einen mega geilen Saisonendspurt. Also dieses Wochenende. Wir haben heute Abend 3 Spiele. Jazz, Nuggets, Clippers, Blazers, Spurs, Timberwolves. Sind es nicht die mega krassen Partien, aber morgen Sonntag alle Spiele um 19 Uhr und um 21.30 Uhr. Also das wird echt für mich tricky, weil ich muss auch noch irgendwie zur Family, aber ich muss schauen, dass ich, also wenn ich von den 19 Uhr Spielen von mir aus die erste Hälfte verpasse, aber ansonsten wird das das große Saisonfinale. Ich versuche euch die Zeit ein bisschen zu überbrücken, indem wir ein bisschen 2K zocken und zwar heute. Wir zocken gegen die New York Knicks, gegen Giannis Antetokounmpo. Es kommt auch später, was heißt später, in einer Stunde kommt für euch eine Rebuild-Challenge online. Mit dem Miami Heat hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte ein Team, was ich so in der Konstellation noch nie hatte. Checkt das gerne ab. Ich schaue, ob ich eventuell von morgen auch noch eine aufnehme. Kann ich aber nicht versprechen. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir heute 3 Plaketten gewinnen können. Und ich dachte mir, 3, okay, bleiben wir bei diesem Thema. 3 Dreier, sag, ich weiß, 3 Dreier klingt lächerlich wenig in 2K, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit so krasse Probleme gehabt. Okay, also ich muss 3 Dreier verwandeln für eine Plakette. Ich muss 3 Steals haben für eine Plakette. Was tricky ist, Stealen ist auf jeden Fall möglich. Ich weiß auch ganz gut, wie es funktioniert, aber man muss trotz allem immer ein bisschen aufpassen mit den Reach-Ins. Und 3 Poster-Dunks, egal gegen wen. Und wenn ich das schaffen sollte, dann darf ich 3 Badges verteilen, wie ich möchte. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Gehen wir rein. Tip-off. So, da bin ich sowieso jetzt erstmal nicht beteiligt. Jetzt aber. Okay. Also, 3 Dreier. Ja, da werde ich wahrscheinlich einigermaßen hohes Volumen gehen müssen, damit das... Ich dachte gerade eben, es gibt vielleicht schon den ersten Poster-Rise, aber nein. Ich stand gerade auch in der Defense gegen Giannis. Ich dachte mir, okay, was ist jetzt los? Nein, der fällt nicht. Wendell Carter Jr. Das Ding ist auch... Ah, Turner. Das Ding ist, nehme ich die Dreier mit dem Stick oder mit Defense oder mit Viereck. Ja, also erst bekommt der Dreier von den New York Knicks aus der Ecke. So, nein, das zählt natürlich nicht als... Also müssen schon wirklich Poster-Dunks sein, damit das zählt. Quickly. RJ Barrett. Ja, und ich wurde vor ein paar Tagen auf... Oh, starker Block. Wurde vor ein paar Tagen auf Insta gefragt, was ich denn denke, wer in den Playoffs für eine Überraschung sorgen kann. Und ich habe die New York Knicks geantwortet. Denn die haben wirklich eine... Die haben echt eine verdammt gute Saison gespielt. Die hatten zwar mal auch so einen kleinen Hänger, so 2-3 Wochen. Da haben sie, glaube ich, auch mal fast 10 Spiele in Folge verloren, wenn ich mich nicht täusche. Es war, glaube ich, direkt nach ihrem Winning Streak. Also sie haben da, glaube ich, auch 10... Haben sie 10 Spiele oder haben sie 9 Spiele? Ich glaube, sie haben 9 Spiele gewonnen und haben dann gegen die Hornets verloren, wenn ich mich nicht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ja, es ist ein gutes Team. Es funktioniert offensiv sehr, sehr gut. Gibt sicherlich ein paar Fragezeichen. Playoff-Erfahrung ist jetzt sicherlich auch nicht gerade die absolut größte. Es fehlt vielleicht so ein bisschen der ganz klare Superstar in diesem Team. Aber unterschätzen sollte man sie, glaube ich, auf gar keinen Fall. Und Jaylen Brown trifft den nächsten Dreier und ich bekomme den nächsten Assist. Defense. Jawoll. Bin wieder da. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So. Da ist doch Giannis unterm Korb, der wartet. Ja, er wartet unterm Korb, aber... Da war... Das war keine gute Idee. Smith Jr. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt in diesem Knicks-Team noch Giannis haben. Das wäre schon krass.
Er zeigt oben rechts Posterize an, aber das zählt nicht. Auf gar keinen Fall. Es muss wirklich Body-to-Body-Contact sein. Alter. Paulo Benquero mit dem Putback-Dunk verwandelt da meinen verworfenen Dreier. War der erste Versuch. Timeout. Ja! Der erste Dreier. Come on. Nummer 1. Ich musste aber auch schon 3 Dreier nehmen, damit jetzt der erste Mal fällt. Oh, das war nah dran an der Backcourt Violation. Und der gehört wohl wieder uns. Er hat irgendwie nicht so Bock. Ich habe einen Stick gedrückt, anstatt Viereck. Macht nichts. Vielleicht die Chance auf den ersten Steal. Oh ja, da geht doch. Ah, Mann. Nein, nein, nein. Nichts gibt's. Hendrix. Giannis. Nein. Hat ihn. Bro. Okay, Brown hat keinen Bock, hinterher zu gehen. Es gibt die nächsten Punkte. Ah, 57-31. Klar, wir haben die Challenges, aber es ist halt schon extrem lame. Wenn du mit 26 Punkten führst. Ja, okay. Konzentrieren wir uns komplett auf unsere Challenges und versuchen da unser Ding zu machen. Der nächste Dreier. Bullseye. Der nächste Dreier. Brauch noch einen Dreier, dann ist das Ding schon mal durch. Vielleicht mache ich ja jetzt auch eine Speed-Challenge. Dass ich das jetzt einfach innerhalb von 5 Minuten einfach alles durchballer. Pass mal auf, jetzt kommt nämlich gleich der nächste Dreier. Ja, jetzt kommt, Alter, komm schon! Komme ich leider nicht mehr hinterher. Oh, das ist der erste Steal. Das müsste eigentlich der erste Steal sein. Ja. Und der nächste Dunk. Aber leider ohne wirklichen Kontakt. Aber Steal Nummer 1 habe ich eingetütet. Und das... Boah, das war eigentlich eine gute Defense. Jo, und da ist der Dreier. Da ist der Dreier. Erste Challenge ist damit durch. Bedeutet, ich brauche noch 2 Steals und 3 Poster-Dunks. Also Leute, passt auf. Es steht 80-48. Und es ist einfach jetzt komplett langweilig, das so durchzuziehen. Dreier-Challenge habe ich gepackt. Alles gut. Schaut euch das an, das wird halt ein kompletter Blowout. Da muss ich jetzt nicht irgendwie was draus machen. Okay, 53, 10, 9 auch noch mit der Simulation. Alles gut und fein. Wir spielen jetzt nämlich gleich nochmal gegen die New York Knicks. Ich bin einfach transparent zu euch. Warum soll ich jetzt hier irgendwie was zusammenschneiden und sagen, huhu, das war aber spannend. Nee, war es überhaupt nicht. Gehen wir kurz rein, verteilen die Badge, die wir da jetzt in unserer Challenge gewonnen haben. Was mache ich hier, dass ich vielleicht mal irgendwie schnelles Zucken? Nee. Grenzloser Absprung. Glitschig. Seht auch niemanden. Catch and Shoot. Scheuklappen. Komm. Und zwar ist es ja ein Back-to-Back. Und wir gehen jetzt hier einfach gemeinsam rein und schauen. Bin ich mit dem Trade einverstanden? Diop. Das ist jetzt nichts Großartiges. Wir gehen jetzt einfach rein und schauen, wie dieses Spiel verläuft. Ich hoffe natürlich, es verläuft jetzt nicht genauso wie das erste Spiel, weil ansonsten bin ich nämlich auch ein bisschen ratlos. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja geil, jetzt fangen wir das zweite Spiel von vorne an, sondern nein. Wir gehen jetzt rein mit Simcast und schauen einfach mal, wie die erste Hälfte so läuft. Und... Ja, das sieht doch spannender aus, oder? 55-51, also hier ein enges Duell. 100-mal geiler, als wenn ich da jetzt beim ersten Spiel
diesen Blowout euch zeige. Challenges bleiben die gleichen. Ich brauche immer noch einen Posterdank und... Alter, ich werde abgeräumt. Ich brauche immer noch 3 Posterdanks und 2 Steals. Der fällt 55, 53. Ich, alter Fuchs, ich habe nämlich gerade... Ich habe das vorhin ganz kurz gesehen, dass wir direkt 2-mal hintereinander gegen die spielen. Oh, jetzt kommt der erste Posterdank. Nein, Alter, Mitchell Robinson, willst du mir jetzt vielleicht mal nicht irgendwie auf den Zeiger gehen? Ja, zweites persönliches, okay. Jetzt, pass auf, in dem Spiel, erstes Spiel komplett alles zerstört und in dem Spiel werden wir jetzt hier komplett zerlegt. Boom! So! Das war jetzt aber der erste Posterize in dieser Folge heute. Mitchell Robinson denkt auch, er kann mir alles wegblocken. Ein Steal, ein Posterdank. Fehlen nur noch 2. Und die hole ich mir auch noch, glaubt mir. Ja, Foul. Mitchell Robinson, nicht, dass du denkst, ja. Kriegst du zurück die Bewegung von mir. We will see, ob du das ganze Spiel mich immer blocken kannst oder ob ich dir nicht noch 1-2 Dinger verpassen kann. 59, 54. Und da, ja, da ist der nächste Steal. 61, 54. So. Da sind wir doch im Spiel. Noch ein Steal, 2 Posterdunks. Und es gibt das nächste Foul mit N1. Okay. Gibt die nächsten Punkte. Wir sind im dritten Viertel angekommen. 72, 63. Ja, wir haben bloß 13 Punkte aufgelegt bisher. Dafür unsere anderen Teammates. Stark unterwegs. Mitchell Robinson. Wieder N1. Mitchell Robinson heute, der will's wissen. Macht auch den Freiwurf. Okay. Oh. Ein bisschen zu viel des Guten. Warum nimmt er den nicht? Alter, ich habe schon einen Posterdank gesehen. Jetzt wird's richtig wild. Dran, spiel ihn raus. Jawohl, da kommt der 3 aus der Ecke. Catch and shoot. Abfahrt. Quickly. Barrett. Und boah, er macht den. Schwieriges Finish. 21 Punkte heute. Was geht mit Barrett an? Ist eigentlich jemand unterm Korb? Mitchell Robinson, was ist los, mein Freund? War das der dritte oder der zweite? Ich glaube, der zweite, oder? Ey, da muss ich nochmal ganz kurz alleine wegen meinem Ego draufschauen. Weil der hat schon leicht gemundet. Vor allen Dingen gemundet. Oh. Ja, also da brauchen wir, glaube ich, echt, da brauchen wir nicht drüber reden. Bam, die Balls ins Gesicht. Aber mal straight up. Barrett gegen Franz. Smith Jr. Nein. Und ab geht's. Und Giannis muss mich natürlich hier wieder faulen. Jawoll, so spielt man das. Kurz ein Stepback angetäuscht und dann kommt der Pass auf Banchero und der macht den dann ganz locker und entspannt rein. 13 Punkte Führung. Was ist eigentlich? Ich brauche den letzten Steal. Steal Nummer 3. Was ist da los? Erstmal den Rebound holen. Oder vielleicht auch... Nein, ich krieg den Ball weggesteelt. Wir kommen noch. Alter, N1. Scheiße.
No way. Ah, Giannis von der Freiwurflinie. Viertes Viertel, 98-93, also bei weitem noch nicht vorbei, das Spiel. Ja, der Time Lord macht ihn. Im richtigen Moment habe ich da Gott sei Dank erkannt, das wird nichts gegen Antetokounmpo. Thompson spielt ihn raus. Quickley versucht über die Baseline zu attackieren, aber die Defense ist komplett da. Robert Williams mit dem Tip-Pass. Thibodeau von der Bank verzieht keine Miene. Und ich brauche jetzt endlich mal den dritten Steal hier. Spiel ihn hier rein. Ja. Barrett macht die nächsten Punkte für die New York Knicks. Oh, Double Team. Wollt ihr jetzt tanzen, oder was? Ah, leider ohne End One. Ja, das ist der nächste Posterize. Also aus meiner Perspektive reicht mir das auf jeden Fall. Boom. Und damit muss ich jetzt nur noch irgendwie einen Steal hinbekommen und dann habe ich... Ja, da ist der Steal. Und dann kommt erstmal ein Lob Pass und Robert Williams macht ihn rein. 24-10-9. Wir ihn reinstopft. Barrett. Komm, RJ. Wie sagen die Leute immer so schön? Show me what you got. Und wir kriegen eine Auszeit. Und es steht 117 zu 103. Also ist das Ding eigentlich gegessen. Wenn wir ehrlich sind. Naja, ich versuche nochmal gegen Giannis zu attackieren. Thompson. Nee. Also wenn du dann wirklich noch eine Aufholjagd starten möchtest, die letzten drei Minuten, dann muss so einer natürlich reingehen. Mich juckt das schon, dass Giannis die ganze Zeit da unterm Korb rum... Ja, aber die Rim Protection von ihm ist so krass. Also ich... Boah. Okay. Also ich glaube, Giannis im Post dann reinzudrücken ist wirklich... Naja, nochmal ein Turnover fabriziert. Sehr schön. Sehr, sehr schwierig. Okay, jetzt hole ich die nächsten nochmal ins Spiel. Nur noch 10 Punkte Unterschied. Jawohl, Triple-Double. Und ich habe mich dazu entschlossen, dadurch, dass wir jetzt auch nicht mehr unendlich viele Folgen machen, ich gebe mir auch dafür eine Plakette. Also 3 Dreier, 3 Steals, 3 Poster-Dunks und ein Triple-Double. Also heute 4 Badges, die wir nach oben hauen dürfen. Glaubt mir, das machen wir jetzt auch nicht in jeder Folge. Also keine Angst. Da! Nochmal für die Community. Happy Eastern! Boom! Und damit ist das Ding, glaube ich, auch gegessen, oder? 16. Ja, komm. 16 Punkte Unterschied. Ja, da passiert nichts mehr. Okay, okay, okay. Spielbericht. 25 Punkte von Barrett. 21 Punkte von Nick Smith Jr. Giannis nur mit 15, 7 und 8. Nur 6 von 17. Ja, das ist nicht so top. Wie auf der anderen Seite mit 30, 12 und 11. Paolo Banchero 18, dann 16, 16, 15, 15. Das passt doch. Ne, eine Badge habe ich ja schon vergeben. 3. Ich darf jetzt 3 Badges rausballern. Oder 3 Upgrades, wollen wir es mal so nennen. Und wir... Was nehmen wir uns denn? Eckenspezialist? Ne, Shooting. Das war jetzt eigentlich bloß für die Challenge relevant. Grenzenlose Reichweite. Naja, wohl eher weniger. Raumschaffer? Ja, Raumschaffer. Und dann haue ich noch eine rein in... Passgeber. Manche Pässe sind wirklich so unter aller Sau. Okay, dann. Ich mache jetzt heute mal... Ich mache jetzt hier gar nichts, weil... Trade Deadline. Ich bin am Überlegen, ob ich da was mache. Leute.
Weil, ganz, wir sind total overpowered. Wenn wir ehrlich sind, wir stehen bei 37 und 6. Und, ja, verklick dich vielleicht noch ein paar Mal, Max. Schaut euch das mal an, das ist die Vertragssituation. Jaylen Brown verdient so viel, Franz verdient so viel, wir verdienen so viel. Markel Fultz verdient so viel. Jonathan Isaac. Paolo Banchero bekommt jetzt dann auch einen neuen Vertrag. Robert Williams eigentlich auch. Also die Verträge, die laufen halt aus und ich muss mir irgendwie Gedanken machen, wie ich dieses Team halt bezahlen kann. Und auch 2K sagt halt irgendwann mal, ey, Freundchen, jetzt aber irgendwann ist dann mal Schluss, Hardcap. Deswegen mache ich mir Gedanken, welchen von diesen beiden ich behalte, Robert Williams oder Wendell Carter Jr. Ob ich eventuell versuche, Jonathan Isaac irgendwie weiter zu traden für irgendwas geiles Asset oder sowas. Ich meine, Jonathan Isaac ist zwar ein geiler Verteidiger, aber jetzt auch nicht so, dass ich komplett ausflippe. Genau, das heißt, in der nächsten Folge gibt es wahrscheinlich ein bisschen Trade-Action. Ich kann nichts versprechen, aber das ist mal zumindest mein Gedankengang und dann können wir mal gucken, ob wir gegen die, ja, keine Ahnung, ob wir gegen die Mavs spielen oder wen haben wir da noch hier? Bucks ist jetzt natürlich nicht mehr so interessant ohne. Sieht's bei den. Mal kurz schauen, die Phoenix Suns, sind die noch zusammengeblieben? Ja, die sind noch zusammen. Kevin Durant, Devin Book. Ja, okay. Da könnte man überlegen, natürlich mittlerweile ohne Chris Paul. Ich glaube, der ist retired. Freunde, das war's jetzt aber erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.